Liebe Freunde Europas, ich stehe hier im Europäischen Parlament in Brüssel. In dieser Woche hat der Kommissar für regionale Entwicklung, Johannes Hahn, den 5. Kohäsionsbericht der Europäischen Kommission vorgelegt. Dies ist ein Kompendium, das die verschiedenen Bereiche der Regional- und Strukturpolitik aufführt. Sicherlich solide Arbeit, allerdings leider nicht der große Wurf. Ich erwarte, dass in Zukunft die Struktur- und Regionalförderung der EU einer kritischen Überprüfung unterzogen wird, in dem Sinne, dass die Subventionen auf den Prüfstand kommen. Ich glaube, dass in Zukunft die Struktur- und Regionalpolitik einfach stromlinienförmiger fokussiert werden soll auf die wirklich wichtigen Themen der Zukunft. Das ist zum einen der Umwelt- und Klimaschutz, das ist aber vor allen Dingen auch die Wettbewerbsfähigkeit. Wir diskutieren in Europa über die ökonomischen, wirtschaftlichen Ungleichgewichte zwischen den einzelnen Ländern. Und das einzige wirklich funktionierende Instrument der EU, um hier zu helfen, dass die Länder wettbewerbsfähiger werden, ist ja die Struktur- und Regionalförderung. Deshalb muss die zukünftige Kohäsionspolitik der EU fokussiert werden auf Innovation, auf Technologie- und Kompetenztransfer, auf Existenzgründung und natürlich auf die Unterstützung kleinerer und mittlerer Unternehmen. Was heißt dies konkret? In der vergangenen Woche konnte ich beim Logistikkongress Baden-Württemberg mit dabei sein, als das Logistiknetzwerk Baden-Württemberg gegründet wurde. Dies verbindet große und kleine Unternehmen in diesem wichtigen Bereich. Ohne Logistik würde die komplette Industrie in Baden-Württemberg nicht funktionieren. In einer globalisierten Welt wird es immer wichtiger, dass die richtigen Waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind und natürlich auch die richtigen Informationen. Und die Europäische Union unterstützt dieses Cluster, dieses Netzwerk mit einem namhaften Betrag von 500.000 Euro. Der Bewilligungsbescheid konnte in meinem Beisein von Minister Ernst Pfister an das Logistiknetzwerk Baden-Württemberg übergeben werden. Dies ist für mich ein gutes Beispiel für konkrete Hilfe der Europäischen Union zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen und damit für die Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft und für den Erhalt und die Sicherung von Arbeitsplätzen. Dies war's aus Brüssel, Ihr Michael Theurer.